Jugendliche in Frankreich werden gegen das Coronavirus geimpft. Auch in Deutschland sind Impfungen von 12- bis 17-Jährigen im Prinzip schon seit einigen Wochen möglich. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat dafür zwei Impfstoffe zugelassen, von Moderna und BioNTech. Eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission in Deutschland für Jugendliche gibt es aber bislang nicht. Die Experten bemängeln, dass es noch nicht genug Daten zur Wirksamkeit und zu möglichen gesundheitlichen Folgeschäden bei Jugendlichen gibt. Schließlich erkranken Kinder und Jugendliche nur in äußerst seltenen Fällen schwer an einer Corona-Infektion. Und es gibt bereits jetzt Meldungen über, wenn auch sehr seltene, Erkrankungen bei Jugendlichen, die mit einer Corona-Impfung in Verbindung gebracht werden, zum Beispiel Herzmuskelentzündungen. Die STIKO empfiehlt eine Impfung deshalb nur bei speziellen Vorerkrankungen und Risikogruppen. Dennoch wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern die Impfungen von 12- bis 17-Jährigen vorantreiben. Alle Jugendlichen sollen sich künftig in Impfzentren die Vakzine von BioNTech und Moderna verabreichen lassen können. Um die Impfbereitschaft zu erhöhen, sollen Impfungen auch in Schulen, an Universitäten und bei Kinderärzten angeboten werden. Die Impfungen sollen auch dazu dienen, den Präsenzunterricht an Schulen aufrechtzuerhalten. Experten rechnen mit steigenden Infektionszahlen an Schulen nach dem Ende der Sommerferien und im Herbst.